Herzlich willkommen, liebe Mädchen und Jungen, zur letzten Flimmerstunde in diesem so aufregenden Jahr 1990. Und aufregend soll es auch gleich weitergehen, denn wir haben uns etwas Besonderes für euch ausgedacht. Ich ahne schon, dass diejenigen, die den Titel unseres heutigen Flimmerstundenfilms bereits in der Programmzeitschrift gelesen haben, mit ihrem Popo ganz unruhig auf den Sessel hin und her rutschen, denn sie wollen, dass es bald losgeht mit dem Film Asterix bei den Briten. Übrigens, diese tolle Studiodekoration ist nicht etwa das Werk unseres Szenenbildners. Ihr habt diese Dekoration gestaltet. Säckeweise sind eure Asterix-Bilder zu uns ins Studio geflattert. Wir sind ihrer kaum Herr geworden. Also, tausend Dank allen. Wisst ihr übrigens, wie alt unser alter Kumpel Asterix ist? 31 Jahre alt wird er. Vor 31 Jahren wurde er von zwei Franzosen erfunden, beziehungsweise aus der Taufe gehoben. Von René Goscinny. Ja, der hat sich die Geschichten ausgedacht und von Albert Uderzo, der wiederum hat diese lustigen Zeichnungen gemacht mit Comicfiguren für eine französische Zeitung. Und 1966 gab es bereits den ersten Asterix-Film. 1971 starb der Asterix-Geschichtenerfinder und seit der Zeit macht sein bester Freund Albert alleine weiter. Aber was heißt eigentlich allein? Circa 200 Mitarbeiter hat er beim französischen Trickfilmstudio. Und wisst ihr, was mich am meisten fasziniert hat, als ich es erfuhr? Ob es nun die Schuhe an Asterix großen Füßen sind oder die Gewänder der Damen oder die Ochsenkarren oder Wehrtürme oder die römischen Schwerter, alles entspricht im Aussehen den historischen Originalen. Es gibt also nichts, worüber sich ein Geschichtsprofessor erbosen könnte. Naja, und mit dem Geschichtenerfinden ist das auch gar nicht so einfach. Unzählige Bücher über Gallien und über die Römer zu Zeiten von Julius Caesar müssen gelesen werden. Und bei irgendeinem Detail entzündet sich dann die Idee. Und dann geht's los wie's Gewitter. Albert Uderzo ist reinweg besessen vom Comicmachen. Übrigens gibt es Leute, die Comics auch als Filme auf Papier bezeichnen. Apropos Film, es geht gleich los. Nur noch eine kurze Information am Rande. Ungefähr 1000 Pinsel, 12.000 Bleistifte, 450.000 Blatt Papier und circa eine halbe Tonne Farbe verbraucht so ein Asterix-Film. Donnerwetter, kann man da nur sagen. Aber jetzt Film ab und viel Spaß mit Asterix.